Telefon ist zu unsicher. Schnell. Ich bin dein einziger Freund, Aiden. Sei mal netter zu mir. Toll. Ich leg jetzt auf. Ich hab nen Job, du Arsch. Fixer-Job. Ich kann's nicht machen, Reisebeschränkungen. Ich hab dir doch gesagt, ich lass mich nicht mehr anheuern. Komm schon. Es ist Industriespionage. Drecksäcke gegen Drecksäcke. Keine Zuschauer. Super Bezahlung. Mhm. Wo ist der Haken? Es ist in London. Und da kommt man zurzeit nicht so leicht hin. London. Da wohnt Jackson jetzt. Ja. Warum rufe ich wohl dich an? Okay, ich muss los. Sonst fällst du auf. Wir müssen hier jetzt alle tragen. Ich hab kein Auto. Die Londoner Bombenanschläge haben alles verändert. Viele Sachen kriegt man nicht mehr. Das ist kein Problem. Gut, gut. Wohnung hat auch nicht geklappt. Kannst du irgendwo unterkommen? Familie? Ist kompliziert. Ja, so ist das. Dennoch Familie, oder? Wirst schon sehen. Ja. Werde ich. Vielen Dank für die Annahme von Fixer-Auftrag 1138-4242. Untersuchung der Fusion zwischen der BrokerTech Corporation und Rampart Automated Defense Systems SA. Im Folgenden, Rampart SA. Kontext. Rampart SA ist eine private Sicherheitsfirma aus Frankreich, spezialisiert auf Roboterarmeen. Bereits im April wollten sie BrokerTech in London aufkaufen, die auf modernste KI-Systeme spezialisiert sind. Aber die Verhandlungen stocken. Thomas Rampart, CEO von Rampart SA, hat den Deal sabotiert, nachdem BrokerTech ihre Deep Labs-Abteilung als neues Unternehmen abgespalten hat. Aber auch ohne die Labore würden die Aktionäre beider Firmen bei der Fusion Millionen machen. Also warum macht Thomas Rampart das? Auftrag. Nach französischem Recht ist Ramparts Verzögerung illegal. Dringe in die BrokerTech-Labore ein und finde heraus, wofür Thomas Rampart einen Rechtsstreit riskiert. Beschaffe Dokumente und physische Beispiele als Beweise. Einsatzregeln. Diskretion empfohlen. Rein, Beweis holen und wieder raus. Also ziemlich lahm für einen Fixer-Auftrag.
niemand da. Warum sollten Sie das Labor unbewacht lassen? Wie war das? Ich sollte mich beeilen. Ich muss einen Security Hub finden. Vielleicht kann man damit die Tür dort drin entsperren. Möglicherweise hat unser Überwachungsteam rausgefunden, dass Rampart hauptsächlich an einer Technologie interessiert ist, die von unseren Deep Labs entwickelt wird. Sie nennt sich Broker Bridge. Die ganze Übernahme ist also nur eine List. Also will Rampart etwas, das Broker Bridge genannt wird. Der ganze Ankaufplan war nur ein Fuß in der Tür. Ich muss weiter. Die Tür sollte jetzt entsperrt sein. Was könnte das sein? Der Kunde will Fotos. Nichts davon ist legal. Aber wen interessiert das schon? Der Kunde will das Obst, dem ist es egal, ob der Baum vergiftet ist. Verbrennungen, aber willkürlich. Wohl eine Taserwaffe, aber keine Pistole. Ich bin hier definitiv nicht allein. Ramparts Mark II-Roboter funktionieren ohne diese Broker Bridge nicht. Und er hat bereits 1 Million Stück verkauft. Also, braucht er das Gerät oder ist am Arsch.
Wenn ich einen Prototyp in die Finger kriege, bin ich fertig hier. Gesperrt. Mal sehen, ob es hier einen Stromkasten gibt. Wenn ich den hacke oder ausschalte, sollte ich durchkommen. Anscheinend hatte Thomas Rampart in seinem ganzen Leben nie eine eigene Idee. Sogar sein milliardenteures Roboterdesign stammt von einem Kellererfinder. Einbruchsalarm. Einbruch. Das geht gewaltig schief. Schnell den Beweis holen und dann weg. Lassen. Hier Direktor Aziz von der Security. Ich habe Ihnen meinen Bericht geschickt, aber hier das Wesentliche. Rampart erwirbt seit fast 6 Monaten heimlich BrokerTech-Aktien. Er ist also hinter uns her. Glücklicherweise hat unser Überwachungsteam rausgefunden, dass Rampart hauptsächlich an... Clever. BrokerTechs Firmenspione haben Ramparts Webcam-Feed geklont. Was ist die neueste Aufnahme? Danke, ich verstehe. Du sagst, dass BrokerTech einer Fusion zustimmen wird, solange ich zurücktrete. Genau, aber du musst... Die Konditionen. Sind sie annehmbar? Gut genug für den Vorstand. Thomas! Also bin ich gefickt. Trete ich nicht zurück, kriege ich die Broker Bridge nicht und wandere in den Knast. Und wenn ich's tue, dann werfen sie mich trotzdem den Wölfen zum Fraß vor und ich verschwende hier meine Zeit. Sei still, Thomas. Ich versuche dir zu sagen, dass unser Netzwerk unterwandert wurde. Sie beobachten dich vielleicht jetzt gerade. Scheiße! Das ist also Thomas Rampart. Ein Junge mit einer Privatarmee. Gefährliche Kombination. Broker Bridge Kammer entriegelt. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Identifikation jederzeit sichtbar ist. Broker Bridge Kammer. Klingt, als müsste ich dahin. Also der andere Eindringling kann entweder Fehlfunktionen bei Geräten auslösen oder ist unsichtbar.
Sie wohl diese Broker Bridge her? Besser, ich mache auch Fotos. Das sollte reichen. Jetzt werde ich mir das Ding schnappen und verschwinden. Dann sollte ich mich wohl an Jax wenden. Das? Drei. Ich brauch's für eine Sache. Zwei. Okay, du hast es so bereit. Was zur Hölle? Wow! Du bist ganz schön rüstig für einen alten Sack. Leg das Gerät ab, dann kannst du gehen. Nein, ich hab dir gesagt, ich brauche es. Das ist nichts Persönliches. Hör einfach auf. Das sagt der Richtige. Hör du auf. Auf gar keinen Fall. Warum möchtest du das Ding so dringend haben? Es ist nur ein Job. Ein Job? Kannst du nicht wie andere auch mal einfach locker sein? Fängst an, mir auf die Nerven zu gehen. Ja, das höre ich öfter. Netter Versuch, Kumpel, aber dir gehen die Möglichkeiten aus. Öffne die Tür. Nein, danke. Du bist von der DedSec-Gruppe in San Francisco, habe ich recht? Du meinst die, die dich aus einem Käfig geholt haben, der von verschwitzten osteuropäischen Gangstern bewacht wurde? In meiner Erinnerung war das hauptsächlich dein Freund. Aber jetzt so unter uns. Das ist keine DedSec-Operation, oder? Ach, ja, ich habe die DedSec-Operation schon länger hinter mir gelassen. Meine Leute haben das aus deiner Brust geholt. Ein Zentimeter weiter, links oder rechts. Und du wärst tot. Hab
deine Dateien gelesen von BrokerTech. Die über mich? Die stimmen zwar im Prinzip, aber ich finde, sie erzählen nicht die ganze Geschichte. Das ist der Mark One. Einfache KI. Für einfache Sachen. Der Mark II wird anders kontrolliert. Von den Gedanken eines menschlichen Piloten. Militär, Polizei, das wird sich alles verändern. Über Nacht. Aber eines Tages wird da wirklich unser Verstand drin stecken. Kein Tod mehr und auch keine Einschränkungen. Wir können dann auf dem Mars leben, als wäre es Maui. Und dafür brauche ich nur dieses Gerät, das er gestohlen hat, dein Partner. Der mit der dummen Maske. Ich kenne den Typ nicht. Schweigen war eine bessere Strategie, als mich anzulügen, Mr. Pierce. War's das? Hör zu, ich kenne ihn nicht. Aber ich kann ihn finden. Sowas kann ich. Du musst mich nur gehen lassen. Ich glaub nur nicht, dass ich dir vertrauen kann, so ganz ohne Versicherung. Wie wär's mit deinem Neffen, Jackson? Er lebt doch in London, oder nicht? Mein Angebot war gut genug. Geh drauf ein. Also, ich möchte dir glauben, ganz ehrlich. Aber ich kann einfach nicht. Noch nicht. Ich komme wieder, wenn mein kleiner Helfer dafür gesorgt hat, dass du glaubwürdig bist. Wenn du noch zuhörst, warte. Pass auf. Ich kenne so Sachen. Ich weiß, wie das läuft. Wenn ich dich angreife, schnappst du dir Jax. Selbst wenn ich gewinne, sind deine Leute hinter meinen her. Und so weiter, und so weiter, und so weiter. Und ich schaff das einfach nicht mehr. Nicht gut. Ich muss ihn da rausholen. Ich kenne Ranch nicht. Aber ich kann helfen, ihn zu finden. Bist wohl ein Anfänger, wenn du glaubst, dass Folter funktioniert. Das war nicht Rampart. Ich nehme besser mein Zeug und verschwinde.
Bereich gesichert. Shit, Roboter. Ich bin nicht ausgerüstet, um gegen sie zu kämpfen. Auf Patrouille. Überwachungssysteme online. Überwachungssysteme online. Ohne meine Ausrüstung komme ich nicht weit. Ich sollte sie suchen. Eine Drohne zur Aufklärung und Ausrüstungsbeschaffung könnte nützlich sein. Oh, verflucht nochmal, es hat funktioniert. Also, die Sache mit mich zur Strecke bringen und so, das hast du nicht so gemeint, oder? Alles cool? Nicht mal annähernd. Du hättest mich fast umgebracht. Das war eine Blendbombe. Wie soll eine kleine Blendbombe Aiden Pierce fast umbringen? Ein Stück dieser kleinen Blendbombe blieb in meiner Brust stecken. Oh, ja, nein, das sollte eigentlich nicht passieren. Hey, ich muss gehen. Aber vergiss nicht, dass ich es war, der dich vor dem Folterbot gerettet hat. Das heißt doch was, oder? Moment, wo bist du? Netter Versuch. Guten Tag, Geschäftsführung. Hallo, hier ist Francine Vance von der GBB. Ich würde bitte gern mit Mr. Rampart sprechen. Worum geht es denn? Ist Mr. Rampart da? Ich frage. Es muss doch auch irgendwie ohne Klettern möglich sein. Leg los.
An die Arbeit. Patrouillenprotokoll aktiv. Kampfprotokoll initiiert. Ultraschallstufe in Vorbereitung. Überhitzung. Kerntemperatur normalisiert. Schockwelle vorbereitet. Energieüberladung. Sollte reichen. Okay, das gefällt mir nicht. Läuft die Aufnahme? Gut, wir machen weiter mit der Aussage von Mr. Thomas Rampart im Fall der russischen Zentralbank gegen Rampart Automated Defense Systems. Okay, wie funktioniert dieses Ding? Bagley, ruf Jackson Pierce an. Es gibt keinen öffentlichen Eintrag für Jackson Pierce im Blumennetzwerk. Hol's dir aus meinen verschlüsselten Dateien. Voiceprint ID Lina und markier mir seine Adresse. Erledigt. Ich rufe ihn jetzt an.
Tut mir leid, der gewünschte Bloom-Teilnehmer ist nicht erreichbar und die Voicemail ist voll. Bitte versuchen Sie es später erneut. Dann mache ich das wohl persönlich.